Hallo, 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 hier is wieder Schöki, Barnöki, mit einer Daily Show, deine tägliche Dosis Angeberwissen. Wenn ich Össi spreche, dann kann ich mich gar nicht auf den Text konzentrieren, ist ja auch wurscht. Ja, egal. Wir haben heute den 7. März. Am 7. März hat Geburtstag wer? 7. März 1960, Ivan Lendl. Oh, Ivan Lendl. Ivan Lendl, ja. Ein altes Tennis-Urgestein. Der große Rivale von Boris Becker, ja. Stand 270 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste, ja. Muss man sich mal überlegen. Ja. Ja. Ein großartiger Tennisspieler, wie ich finde, ist dann an Boris Becker gescheitert. Aber nie ja. So richtig sympathisch gewesen, fand ich. Ne? Also bei uns jedenfalls. Also in der Tschechei, wo er herkommt, oder der Spieler, ja. Für die USA, glaube ich, ja. Gespielt. Da war er vielleicht sympathisch. Ja. Das kann sein. Aber bei uns ist er nie so als Sympath irgendwie rübergekommen, ne? Nee, das stimmt schon. Aber und nie Wimbledon gewonnen, glaube ich. Nee, das glaube ich auch. Aber das ist halt so, weil Sportler auch immer so fokussiert sind und so, dann können sie auch unsympathisch. Ich meine, Boris, jetzt mal ganz ehrlich. Was denn? Ja, so der Mega-Sympath war der jetzt auch nicht. Ja, klar! Ach. Boris Becker war ein Knaller. Ach, Steffi war viel besser. Nee, die Steffi war gar nicht so, nee. Nee, da muss ich dir auch auf jeden Fall, nee. Am 7. März hat auch Heinz Rühmann Geburtstag. Heinz Rühmann hat Geburtstag, ist 1902 geboren, ja, ungefähr so dein Jahrgang. Und der schaut, Feuerzangenbowle hat er gemacht, die 300 Tankstelle hat er gemacht. Quax der Bruchpilot hat er gemacht. Ganz viele Filme. Ach, was der alles gemacht ganz hat. Ganz viele Filme. So viele Filme, ja, ja. Also mindestens mal die drei. Ja, er war nicht ganz unumstritten, auch gerade was seine Filme anbelangt, aber trotzdem ein großer seiner Zunft, das muss man einfach sagen. Und ja. Was war noch am 7. März? Was war denn noch am 7. März? Keine Ahnung. Weißt du nicht? Nö. Nee, ich habe noch Aktionstag in Deutschland für die gesunde Ernährung. Gesunde Ernährung, was ist das? Ja, das ist, wenn man Obst und Gemüse auch mal isst zwischendrin und nicht nur Fleisch und Süßigkeiten. Ich wollte gerade fragen, gibt es das auch überbacken oder mit Fleisch? Oder ja, so? Genau. Alles ja. Al forno. Alles al forno, egal was. Schokolade al forno, Bier al forno. Alles al forno. Ja, nee, aber ich denke, wichtige Ernährung ist natürlich schon wirklich auch wichtig, ist auch ein Thema. Und gerade im hohen Alter, also du weißt ja, wovon ich da rede, ist es auch wirklich essentiell. Ja, ist ein Thema, ja. Aber nicht bei dir. Ja. Ja, das war der 7. März. Wir haben wieder schon viel gelernt über diesen Tag. Ja. Und morgen könnt ihr wieder einschalten, wenn es heißt Daily, deine Tagesdosis. Angeberwissen. Und ich gehe mir jetzt einen Burger mit Pommes holen. So einen dicken. Oh, geil. Und dann läuft die Soße so, die Hände so runter, wie geil. Dieser Ketchup und so. Kennst du McRib von früher? Quillt und so, ja. Das? Das war geil. Obwohl McRib, das war nicht so mein Geschmack. Wenn deine Hände so tagelang nach McRib irgendwie. Ja, oder wenn du das holst und du halt fest in der Karre und die Karre riecht auch drei Tage noch. Und du wachst dann nachts auf und riechst dir so hin und es riecht immer noch nach McRib. Wie geil. Oder manchmal auf Partys am nächsten Morgen, wenn noch so die Reste aus der Tüte und dann so, oh, geil. Du bist ekelhaft. Ich weiß.